Am Mittwoch überquert uns von Westen her eine Wetterfront mit Wolken und etwas Regen. Am längsten trocken bleibt es im Osten. Nach dem Durchzug des Regengebiets lockert es regional auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Aber es können sich auch ein paar Schauer bilden. Die Höchstwerte reichen in der Westhälfte bis 13 Grad, sonst sind es eher 4 bis 8 Grad. Dazu lebt der Wind spürbar auf. Am Donnerstag erwartet uns wechselhaftes und eher trübes Wetter. Es gibt im ganzen Land einen Mix aus etwas Sonne, vielen Wolken und Schauern. Dazu wird es noch ein Stück windiger. Die Böen erreichen meist 50 bis 70 Kilometer pro Stunde. Auf den Bergen sind schwere Sturmböen bis Tempo 90 möglich. Die Höchstwerte erreichen im Osten bis 12 Grad, im großen Rest des Landes sind es eher 8 Grad. Zum Wochenende hin sind die milden Tage vorbei. Es wird von Tag zu Tag kälter. Nachts gibt es oft Frost und teils Glätte. Regional sind nach jetzigem Stand sogar Flocken bis ins Flachland dabei. Besonders am Sonntag wird es in Sachen Schnee spannend.